Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Raspberry Pi Video, in dem ich euch erklären werde, wie man OwnCloud auf dem Pi installiert. Bevor ihr hiermit beginnt, solltet ihr mein vorheriges Pi Video gesehen haben, damit die Festplatte richtig eingehängt ist. Denn sonst wird das hier alles nicht funktionieren. Ja, ganz so einfach ist das nämlich nicht mit der OwnCloud. Man könnte jetzt einfach mit sudo apt-get install owncloud sich owncloud installieren, allerdings ist die Version zumindest momentan in den Paketquellen zu alt. Wenn ihr dann den neuesten Client benutzt, dann wird er eine Fehlermeldung ausspucken und mit dem Server nicht zusammenarbeiten. Deswegen geht ihr einfach auf die owncloud-Website. So, da ist hier der Knopf Host owncloud yourself. Dann hier oben auf Linux Packages. Einmal auf Continue und dann sind wir auf Debian unterwegs. So, jetzt müssen wir hier die Paketquelle in diese Datei eintragen. Allerdings hat das bei mir letztes Mal mit dem Befehl nicht funktioniert. Allerdings macht er nichts anderes, als diesen Text in diese Datei zu schreiben. Und das können wir auch manuell machen. So, also nehmen wir hier mal unseren Lieblingsdatei-Editor. Nano. So, davor noch ein sudo, damit wir Administratorrechte haben. Dann die Datei. Das ist etc. apt sources.list.d slash owncloud.list. Einmal Enter, so die Datei ist leer. Und dann mal den Teil hier rauskopieren, einfügen, ohne den Anführungsstrich dahinter. So, das Ganze dann einmal speichern mit Steuerung O. Enter, Steuerung X zum Beenden. So, und dann können wir uns hier noch den Schlüssel zu dem Repository holen. Auch einfach den Befehl kopieren, einfügen. Enter, so, jetzt lädt er sich den runter. Dann einmal den auch da einfügen. So, kann nur bei von root ausgeführt werden, also sudo, Doppelausrufezeichen und da steht das okay. So, jetzt einmal die Paketquelle neu laden, weil wir jetzt eine Paketquelle hinzugefügt haben. Also apt-get update, auch wieder sudo davor. Enter, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und schon ist es fertig. Gut, dann können wir jetzt OwnCloud installieren. Also sudo apt-get install OwnCloud. So, da ist völlig normal, dass der 38 Pakete installiert. Und dann das Ganze einfach mit Enter bestätigen. So, und wenn auch das endlich fertig ist, müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten machen. Nämlich einmal die Zugriffsrechte auf unsere Festplatte ändern. Die war ja eingehängt in Media Festplatte. So, das habe ich auch vergessen. 777 muss dahin, das heißt, erstmal darf jeder alles. Ist am einfachsten und wenn dann alles fertig eingerichtet ist, kann man die Zugriffsrechte immer noch so ändern, dass Leute, die nichts machen sollen, auch nichts machen können. So, zusätzlich ist es, glaube ich, noch ganz gut, wenn wir jetzt noch einen Ordner erstellen, Mac Directory, auf der Festplatte, damit nicht die ganze Festplatte per OwnCloud freigegeben wird. Mache ich dann noch einen Ordner auf die Festplatte mit dem Namen OwnCloud. So. Haben wir das auch geschafft. Jetzt kann man noch die SQL-Datenbank ein bisschen konfigurieren. Dazu müssen wir uns einmal anmelden. So, und wenn dieser Fehler kommt, dann liegt das daran, dass MySQL nicht
mit installiert wird. Das ist, glaube ich, unterschiedlich, je nachdem, was für eine OwnCloud-Version man sich installiert. Also nochmal sudo apt-get install MySQL Server. Dann installiert er den auch. Wieder mit Enter bestätigen und dann ein bisschen abwarten. So, hier müssen wir jetzt ein Passwort für den Nutzer root eingeben. Da kann man sich irgendwas ausdenken. So, nochmal, um zu verhindern, dass man sich vertippt hat. So, nun versucht man nochmal uns anzumelden. Das geht übrigens mit den Pfeiltasten, da kann man dann schon mal Benutzerbefehle auswählen. Und das sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir einmal das Root-Passwort eingeben, was wir gerade bei der Installation festgelegt haben. So, und jetzt sind wir drin. Dann erstellen wir mal eine neue Datenbank. Mit Create Database if not exist. Und dann den Namen der Datenbank dahinter. Am einfachsten ist es, wenn man die Datenbank einfach immer nach dem Programm benennt, für das man die braucht. Also in unserem Fall OwnCloud. Einmal OK. Da steht da auch alles in Ordnung. Dann erstellt man am besten noch einen neuen Nutzer. So. Create User, dann den Nutzernamen at localhost. Identified by, dann das Passwort. Am besten natürlich immer so eingeben, dass das keiner mitbekommt. Ungefähr so. So, dann müssen wir noch dem Nutzer ein paar Rechte vergeben. Hier muss dann wieder bei Geheim das eben angelegte Passwort verwendet werden. So ungefähr. Dann noch ein bisschen Rechtegedönse. Einmal diesen Befehl. Enter, steht auch wieder okay. Dann noch den hinterher. Und dann können wir uns hier wieder abmelden mit Quit oder Exit. So, und jetzt müsste es in der Theorie schon laufen. Dann einmal auf OwnCloud öffnen. Mit ifconfig kann man sich nochmal die IP-Adresse anzeigen lassen. In diesem Fall 192.168.1.147. Hier eingeben, 192.168.1.147 slash OwnCloud dahinter. Und dann landen wir hier. Einmal das fortgeschritten ausklappen. Hier müssen wir uns dann einmal ein Admin-Konto anlegen. So, hatte ich schon mal gemacht, deswegen ist das Passwort schon gespeichert. Dann das Datenverzeichnis. Das hatten wir mit diesem Befehl hier angelegt. Also befindet sich das in Media, Festplatte, OwnCloud. Groß- und Kleinschreibung beachten. Datenbank hatten wir MySQL installiert. Und dann die Daten hier eingeben, die wir mit diesen Befehlen hier gesetzt hatten. Das war einmal der Datenbanknutzer OwnCloud. Das Datenbankpasswort war das, was man anstelle von geheim eingegeben hat. Datenbankname war auch OwnCloud. Und der Datenbankhost ist Localhost. Was eigentlich nur bedeutet, dass OwnCloud und der MySQL-Server auf derselben Maschine laufen. Deswegen dort OwnCloud eingeben. Also jetzt bekommen wir die Meldung, dass unser Verzeichnis ungültig ist, weil der Ordner, die Datei .ocdata nicht beinhaltet. Aber die kann man ja mal eben erstellen. Also Nano und dann das Root-Verzeichnis, weil ja Media, Festplatte, OwnCloud, die Datei ist dann OC-Data. Ja. Einmal Enter.
Da steht nicht, dass da irgendwas rein muss, also einfach die leere Datei speichern und einmal neu laden. Okay, da bin ich wieder. Ja, da musste ich selber eben ein bisschen gucken. Und die Lösung war einfach, den Befehl sudo chown www.data/media-Festplatte owncloud einzugeben. Das bewirkt einfach, dass der Besitzer des Ordners owncloud auf www-data geändert wird, was eben dem owncloud-Server die nötigen Rechte gibt, um vernünftig mit dem Ordner zu arbeiten. Ja, das war der schwere Teil, nämlich den OwnCloud-Server einzurichten. Alles Weitere ist selbsterklärend. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist den OwnCloud-Client zu installieren. Das geht einmal für Windows normal über die OwnCloud-Website, hierbei installieren. Und dann hier der Client für Windows, Mac, Linux, iOS oder Android. Dann für Windows einfach hier draufklicken und dann hier installieren. Beziehungsweise unter Linux sollte der OwnCloud Client in den Repositories zu finden sein. Unter Manjaro ist es in den Arch User Repositories. Dann haben wir hier den OwnCloud Client. Einmal installieren. So, und wenn dann die Installation fertig ist, je nachdem wie das bei dem entsprechenden Betriebssystem funktioniert, kann man das einmal starten. So, und hier dann nur noch die Serveradresse eingeben. Das ist die gleiche, die man auch hier oben eingegeben hat. Also in meinem Fall 192.168.1.147. Weiter, dann einmal auf Ja klicken, die Verbindung ist nicht verschlüsselt. So, und jetzt müsst ihr hier Benutzername und Passwort eingeben. Das ist entweder das Admin-Konto oder man guckt hier unter den Einstellungen, genau hier oben rechts in der Ecke, ja, vermutlich Benutzer. Und dann kann man hier sich einen Nutzernamen ausdenken, Passwort eingeben. Gruppe am besten nicht, Administrator, da kann man dann noch andere Gruppen einfügen, je nachdem man was gerne hätte. Einmal auf Anlegen klicken. So, dann sieht man hier den zweiten Nutzer und den kann man hier dann angeben. So, dann gibt man hier noch den lokalen Ordner an, den man synchronisiert haben möchte. Völlig egal, welchen man da nimmt. Einmal zuletzt auf Abschließen. Und das war's. Das sollte jetzt im Hintergrund alles laufen und alles synchronisieren. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Abonniert, wenn es euch gefallen hat. Verteilt noch ein paar Daumen und hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.